कृष्ण ईज हरे बहु पवनी बटकान सहज तड़े आप्त पुरुष निजे वाणी कड़ी आड़े खुली तेवा तरण जयंती जनवी जेना शब्दे शब्द ज मैथियों की मुक्त राखे ते वो जन्म तो न भूतो न भविष्य आप पुरुष निजे वाणी करी पारे खुली Get grit. Yay, there she is. She's a 9. Hey, Sachidanand Shuddha. Hey, Jai Sachidanand Shuddha Mahabhagavan. So good to see you. Very nice to see you. You're right. Jai Wonderful. So, let me just test and see how this is going. Okay. So good to see you. Okay. So I just take off the tone. No, what you need to do is to turn down the volume of your Ustream. Just and see how this is okay, just a second. Okay. Uh-huh. Still getting that? Okay. So many windows open here, just... Yeah, you need to close all the windows except Skype. And you can have your window of the Ustream open, but
cut down the sound of the Ustream. Close all the windows except. Okay, that's good. That's good. No. You can't have your window of the Ustream open, but cut down the sound of the Ustream. Okay. Okay. What you do is. Have it just a second. Yeah. All right, that's good. So now what I'd like to do is I'm going to disconnect with you from Skype. Bring your Skype on the other computer so you can talk to them. Before we do our satsang, I would like, you know, like for you to briefly tell them about your experiences of the Parayan recently in India. I saw you in. You can speak to them only in German. That's fine. And then later on, you and I will be there together to talk about it, okay? You and I individually. Okay, so I'm going to disconnect with you, then I'll bring you on the other Skype, on the other one, so you can say hi to everybody and talk to them. You'll be able, they will all be able to see you, okay? So do I close my Skype now too? Yeah, no, I'm going to disconnect and I'll call you on Skype, okay? Okay, okay. All right, I'll call you on Skype. Okay. Yes, so that's our grid. Jai Sachidanand, we are just doing some initial preparations here. So let me get grid on the other one so we can see her. And here we go. Aha. Ah, yeah. All right, there you are. So now, let me adjust everything so that they can see you properly. Shura, how are you? I'm just fine, my dear. So good to see you. Yeah. And how is Ferdi? Yeah, he's sitting here right in front of me. He's very, very good. Okay, good, 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 good. Wonderful. So there we have. So, before we, as we begin the satsang of the 14th of September 2014 of Akram Vignan Germany, session number 28 of Vyavasthit, we are now with Grit, and she will, Shuddha and Grit, extend their highest namaskars to the pure souls within all of you. Jai Sachidana. Go ahead, Grit. And this is, Grit is going to share with us. Grit, start with the three mantra and then we will start the satsang. Okay, start with the three mantra? Yes, please, yes. Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantam, Namo Siddhanam, Namo Ayarihanam, Namo Vatsayanam, Namo Noye Sava Savanam, Eso Panchanukkaro, Sava Pavapanashano, Mangalanam Chasavisim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Satchidanam. Namo Vitragai. Namo Arihanta. Namo Siddhanam. Namo Ayari. Namo Vatsaya, Namo Loye Sava Savana, Eso Panchanam Uttara, Sava Pava Panashana, Avala Namcha Savisi, Paramam Havai Mangana, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai,
Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Luye Saratsatnam, Eso Hanchanam Uttaram, Savatavatanashanam, Mangalanam Chasavesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanam, Jai Satchidanam, Jai Satchidanam. Jai Satchidanam. Jai Satchidananda. So I'm going to just leave Grit with you for a little bit while she shares with you in German only her experiences of going to Simandar City in the Parayan, where she attended Aptavani 8 as well as Aptavani 3 satsang with our Gnani Pujadeep Pakwai. Yeah, Jai Satchidananda, ihr Lieben. Ja, und Schula hat mich jetzt gebeten, nur mal kurz ein paar Erfahrungen zu teilen vom Parayan, der ja kürzlich stattfand in Simandar City. Und ja, Grit hatte also das Glück, ganz kurzfristig da dabei zu sein. Und Petronilla war auch noch da, die ist leider heute noch nicht wieder im Satsang, weil sie noch in Indien ist und nächste Woche erst wiederkommt. Und ja, ich hoffe, ganz viele von euch hatten die Gelegenheit, dabei zu sein. Als ja auch die Live-Übertragung war, schöner hat es ja auch alles übertragen und übersetzt glücklicherweise, und ich glaube, es gab auch viele deutsche Übersetzungen, weil es ja wie immer ganz, ganz schwer ist, das im Nachhinein in Worte zu fassen, was da, ja, was man da erlebt. Und also für Grit ist es jetzt einfach noch so, die ist immer noch dabei, den ganzen Parayan ja im Grunde noch nachzuarbeiten, sitzt also quasi fast jeden Tag noch vorm Rechner und hört sich die Satsangs nochmal an. Sie hat auch einen Tag verpasst und auch zwischendurch ein paar Sessions verpasst. Aber auch die, die sie schon gehört hat, hört sie nochmal und nochmal. Und weil man kann die ja irgendwie auch nicht oft genug hören. Und jedes Mal, wenn man das hört, entdeckt man noch wieder neue Sachen. Und es war irgendwie dieses Mal noch mehr, als es sonst auch schon immer war, dass irgendwie so ein Gefühl da war, dass es von Mal zu Mal intensiver wird, der Parayan. Und irgendwie war es auch diesmal so, als ob jede einzelne Session wie ein Parayan in sich war. In jeder Session wurde so viel Wissen vermittelt und angesprochen und auch so ein Gefühl vermittelt. Der Gnani hat so dieses Gefühl vermittelt, als ob sich ihm selber immer noch in jeder Session noch wieder neues, ja, ich will gar nicht sagen, Wissen vermittelt, aber er hat irgendwie auch nochmal in der einen Session genauer beschrieben. Die haben auch immer ganz detailliert gefragt, die haben ihn auch ganz doll ausgefragt, wie das für ihn ist, wie das Sehen für ihn ist. Und er hat das auch versucht, immer ganz detailliert zu beschreiben und hat dann beschrieben, wie das für ihn ist, wenn die Worte so rauskommen und er das quasi sieht, wie die Worte rauskommen und das Wort durch ihn rauskommen sozusagen. Und dass sich in dem Moment für ihn auch noch neue Dinge natürlich erschließen. Und das ist ganz, ja, das war ganz intensiv, irgendwie, wie er das so dargestellt hat. Ja, und sehr, ja, ganz berührend. Und es war so viel Gnan, und es war kam so ganz viel Tiefe. Ja, es war ganz tiefes Gnan, was vermittelt wurde. Und gleichzeitig war es aber auch ganz, ganz leicht und ganz einfach. Ja, beides gleichzeitig irgendwie. Und ja, man kann nur wirklich jedem empfehlen, immer wieder, der mal die Gelegenheit hat, da wirklich live dabei zu sein, eben wirklich am Stück eine ganze Woche intensiv einzutauchen und ja, eben in der Anwesenheit von Tausenden von Mahatmas da zu sitzen und dann im Anschluss an die Sessions immer ein Samaik zu machen. Und wirklich jeder Samaik war so intensiv und war so profund und voller. Ja, die Themen auch, es waren alle wichtigen Themen, es wurde jedes Kashay auch einmal durchgegangen und alle wichtigen Themen irgendwie wurden diesen ganzen Satsang berührt. Und ja,
Und wer immer die Gelegenheit hat, agil dabei zu sein, live ein paar Tage hintereinander auch wirklich so intensiv das zu haben, also komplett ein paar Tage einzutauchen, das ist unbeschreiblich und es wird immer unbeschreiblicher. Ja, lieber Schuller, ich, es würde sich jetzt wahrscheinlich etwas wiederholen. Und ich, wirklich, ich kann nur jedem nochmal ans Herz legen, wer das vielleicht auch jetzt noch nicht da so viel gehört hat, von sich da nochmal ein paar Sachen vielleicht vorzunehmen und sich nochmal einzelnes, und wenn es nur einzelne Sessions sind, jede einzelne Session ist so tiefgreifend, sich da nochmal vielleicht was anzuhören, auch im Nachhinein. Und ja, und vielleicht die nächstmögliche Gelegenheit zu ergreifen, da hinzufahren und dabei zu sein. Und der Parayan, das, was da vermittelt wird, und auch einfach dort zu sein und in der Präsenz all der Mahatmas. Und das ist immer wieder wie, ja, nicht nur wie ein Aufladen, ein komplettes Aufladen, sondern nochmal wieder so ein kompletter, es gibt immer wirklich mal nochmal wieder so einen kompletten Switch und ja, unbeschreiblich und jenseits aller Worte. Ich wünsche allen uns und allen, dass wir noch ganz, ganz, ganz viel davon mitbekommen und erfahren können. Jay Sachidanand. Jay Sachidanand, great. You said that so beautifully. Shuddha understood every word of it in English. It's so beautiful. The energy was conveyed, my dear. So great. So great. We will talk about it later. So that's our grit. She is in Germany. And welcome to this beautiful satsang with Gnani Purush Dada Shri. Huh? Jay Sachidanand. Jay Sachidanand. Okay, my dear. So, I'm going to get you back on this same, so I'm going to disconnect you and get you back on this one so that the sound is a little better for the recording. Alright, so I'll disconnect you and get you back in here, and then you will start our satsang, huh? Okay. Yeah. So we get Grit back in here and this is the video call. There we are. Okay. All right. So I switch off my camera now, okay? Yeah, it will help. And then, you know, after the satsang ends, you can start put it on, huh? Okay. Jai Sachidanand. All right. Jai Sachidanand, dear. Uh-huh. And oh, wait. I just have to activate the telephone. Just a second. Yeah, take your time while I adjust everything else here. Okay. So this... So this is one of those next sessions of our satsang. Welcome everyone. With new refreshed energies, we continue at the feet of our Gnani Purushan while we wait for Grit to join us. Okay, I just set up the telephone, just a second. Uh-huh. Okay, so it's no one on the telephone, but I'll just leave it here. Okay. All right, should I then? Okay, dear. So let's. So do you know where we are? We were. Yes. Okay. Yes, I know. I can. Okay, I just tell them. Yeah, please tell them where we are. Okay. So, ihr Lieben, wir machen jetzt weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben mit Susanne, und das ist im Englischen Dadavani Heft auf Seite 23 oben, und in die deutsche Übersetzung, der Download auf der Mahatma-Seite, in dem Dokument der deutschen Übersetzung, Seite 29 oben, die Überschrift, ja, würde ich schon da gleich sagen. Okay. So we were somewhere in the middle of that same paragraph, right? The same heading, mind, speech and body and illusory attachment is vyavasthit dependent, right? Susanna said yes. She said the new paragraph. That is when one can pass. But then maybe it was somewhere in the middle. So maybe you just tell me, or you just just four lines before that. Did you understand vyavasthit? Otherwise, I am doing it, and believing in vyavasthit cannot go together, right?
Yeah, okay, I got it. Yeah. Mm-hmm. So we begin now. Dada Shri is questioner is asking, so once doership and vyavasthit cannot coexist? And Dada Shri replies, no, they cannot, because doership is of vyavasthit only. Doership is of vyavasthit only. And what is vyavasthit? It is scientific circumstantial evidence. What did you understand by vyavasthit? Dada is asking us all. Questioner replies, the world runs by a scientific law. Scientific law or a routine, scientific routine, niyam. Is that so, Dada? Dada Shri says, it runs by scientific circumstantial evidence. And on top of that, it is regular. The whole thing runs regularly. So when all this comes together, it is vyavasthit that is doing everything in this world. Okay? Shuddha, that's a little bit different. We have here the last things you said, the last sentences, we don't have them here. They are just those two questions. The one question, so one's doership and vyavasthit cannot coexist, and then the short answer of Dada Shri, and that's the end of the paragraph. Okay, well, and yeah, as you know, a lot of editing goes on before they make the final version. Okay. But so you just read what you have. So maybe you can repeat the last ones again so I can translate all right. them. So Dada, once doership and vyavasthit cannot coexist, cannot be together, doership and vyavasthit cannot be together, coexist. Dada Shri says, no, they cannot, because you cannot have two doers. Doership is of vyavasthit only. And what is vyavasthit? It is scientific circumstantial evidence. Okay, and I'll stop there because you don't have the rest. So, also der Fragende fragt, also können Handelnder sein und Vyavasthit nicht nebeneinander bestehen? Dada Shri, nein, das können sie nicht, weil Handelnder sein nur zu Vyavasthit gehört. Und was ist Vyavasthit? Es sind die sich bedingenden Umstände. Okay. This is in completing the what we started with Susanna last week, Sunday, is this thing here, which is really an affirmation of what our Dada Shri tells us, that you cannot have two doers. You either there is vyavasthit as the doer, or there is you as the doer. Also um das jetzt noch zu Ende zu bringen, was wir letzte Woche ja mit Susanne gelesen und besprochen haben. Also das hier von Dada ist eine Affirmation. Der sagt, also es können nicht zwei Handelnde gleichzeitig existieren. Entweder es ist Vyavasthit oder du bist es als der Handelnde. And the important thing here is that we are also the important thing here really is that at the highest level of understanding of vyavasthit, there is not even the evidence of grit as a doer, as a nimit in the doership. As you will say, I'm grit, yes, I didn't do it, grit was a nimit. And then, in the highest understanding, really, there is no doer. Also, die bedeutende Sache hierbei ist also, wenn wir auf dem höchsten Level des Verstehens von Vyavasthit sind, dann bedeutet das, es gibt keinerlei Indizien mehr von Grit jetzt als Beispiel, von Grit als Handelnder oder als Limit im Handelnden, in der Handlung, im Doership, in der Handlung. Also ich bin Grit, oder ich sage dann eben,
also ich bin es nicht, Grit hat es gemacht. Es heißt, es gibt also, das dann das Höchste, es gibt keinen Handelnden mehr. So, as the awakened aware one in Akram Vignan, your understanding of the doer keeps rising and rising. Your understanding as the non-doer keeps rising and rising as you become free from any sense that I am the doer. Dieses erwachte Gewahrsein oder der erwachte Gewahre Eine im Akram Vignan, das bist du mit deinem Verstehen vom Nicht-Handelnder-Sein, vom Handelnder-Sein und vom Nicht-Handelnder-Sein. Und wenn dieses Verstehen, wenn das also immer mehr ansteigt, dann bist du völlig frei von diesem Sinn von Ich bin der Handelnde. Now, having said that, we all as Mahatmas have to be acutely aware of the role of grit, of the role of kachya as a nimit, and as a nimit, that much doership is only there if it creates a disturbance or vibration inside. Wir alle als Mahatmas müssen uns also dessen gewahr sein. Wir müssen uns unserer Rolle gewahr sein, unserer Rolle als Grit, als Katja, als Instrument. Und so viel handelnder Sein ist eben da. So viel handelnder Sein ist da, wenn also so eine Störung innerhalb auftritt, sozusagen. Ja, und when in answer to this question, can doership of any kind and vyavasthit coexist, means be there together at the same time? And the Dada's answer is very clear, because when such a question is asked, he will say, no, there is only one doer in this universe, and that is vyavasthit or scientific circumstantial evidences. No one is a doer. Und wenn also diese Frage auftaucht, wie sie mir gestellt wurde, ob also das Handelnder sein und wer was tut, koexistieren können, also gemeinsam da sein können, dann ist da das Antwort sehr klar. Er sagt nämlich nein, weil es gibt nur einen Handelnden, und das ist wer was tut, die sich bedingenden Umstände. Niemand ist der Handelnde. Yeah, and in worldly interaction roles, therefore, there is the supreme knowledge that there is vyavasthit, and also there is the other knowledge that let me just quickly take care of this, that there is getting some disturbances, sorry. Okay, let's get back to it. There is the underlying constant continuous knowledge. This is all happening, that this is all under the influence of scientific circumstantial evidences, and that therefore this is all vyavasthit. But at the same time, there is a simultaneous awareness of the role as a nimit, you see, not the role as a nimit. Und es gibt also in der weltlichen Interaktion gibt es also dieses absolute Wissen, dieses supreme knowledge, sagt Schuller, dieses höhere Wissen, dass also es gibt Vyavasthit, und es gibt also auch dieses andere Wissen und alles, und dieses Wissen, dass also alles quasi unter Vyavasthit passiert. Und gleichzeitig, also zu wissen, es ist Vyavasthit, und gleichzeitig das Gewahrsein zu haben von der Rolle als ein Nimit. And you know, to give you the essence of what you don't have in German with you, the essence is simply this. Dada Shri says that all of this, that
is coming together, and you can just imagine this absolute, in his absolute knowledge, our Jnani Purush sees it. And he says, all of this that is coming together, that is being done by Vyavasthit. That is being done by Vyavasthit. Und um jetzt nochmal ganz kurz fast Shuddha nochmal zusammen, den Teil, es fehlt hier ein Teil vom Text, den wir weder in dem englischen Radharani-Heft noch in der deutschen Übersetzung haben. Er hat es aber gerade noch vorgelesen und gibt jetzt nur eine kurze Zusammenfassung davon, die Essenz, dass Dada dort also sagt, all das, und er hat es gerade mit seinen Händen so schön gezeigt, all das kommt also zusammen und alles kommt zusammen und das wird im Grunde durch Vyavasthit zusammengebracht. Alles passiert durch Vyavasthit. And he uses a very beautiful word for us all, and that word is regular. Regular as a clock. You know, how a clock is so regular. Und er benutzt ein sehr schönes Wort dafür, ein ganz einfaches, aber ein ganz schönes Wort, das uns das ganz klar macht. Er sagt regulär, also im Grunde so in Bezug auf Ordnung, also regulär wie eine Uhr, wie ein Uhrwerk. Yeah, if you open up a very fine Swiss watch, you will find so many intricate little parts in it, which if you look under a magnifying lens, you will see everything is working so precisely, each one of those wheels moving the other one, moving the other one, moving the other one, in amazing timing, you see. Es ist also, als wenn man sich vorstellen würde, eine ganz kleine, feine Schweizer Uhr zu öffnen und darin dann die ganzen mini kleinen Teile zu sehen. Und man würde sich die anschauen unter einer ganz einer guten Linse und dann sieht man, wie all die Teile ganz präzise miteinander arbeiten und wie ein Zahnrad in das andere greift und sich dreht und wie das ganze Uhrwerk innerhalb funktioniert. Even if you remember this mental image of this as this universe being exactly like this, with each one of these human beings working in such precision in interacting with each other, that there is really nothing that is irregular or out of place or out of synchrony or out of time with anything. Und wenn man sich jetzt dieses mentale Bild dazu vorstellt, so wie mit der Uhr auch das ganze Universum, dass alles so funktioniert, das ganze Universum, so interagiert alles und jeder miteinander. Und in diesem ganzen Werk ist nichts irregular, also nichts verläuft außerhalb dieser Ordnung oder außerhalb der Synchronität. Alles hat seine Ordnung. Excuse me. And if anything appears irregular, know that is the limited vision of the intellect within only, and not the vision of the prajna of the liberated self that you and I are. You see? Und wenn irgendetwas dann doch irregulär erscheint, dann ist es ganz klar die beschränkte Sicht des Intellekts und nicht des Intellekts und nicht der Prajna, des Leuchtenden. Okay, so shall we move on to the next one, my dear? The next heading. Okay. And the next heading is. Okay, why this? The next heading is, that is when one passes the knowledge of Vyavasthit. It is really. The heading should be, that is when one passes the test examination of the knowledge of Vyavasthit, not the knowledge of Vyavasthit, but the test examination of the knowledge of Vyavasthit. If you had to appear in an examination, you'd be tested, and how would you know that you have passed? Und wir machen jetzt weiter im Text. Der nächste Abschnitt, der ist jetzt ins Deutsche übersetzt mit: Dann hat man das Wissen von Vyavasthit erkannt, oder dann kann man im Erkennen von Vyavasthit bestehen. Und Shuddha hat jetzt gerade noch eine kleine Korrektur im Englischen vorgenommen. Knowledge, und er meinte, es geht nicht darum, das Knowledge zu bestehen, sondern eben das Testexamen, also die Prüfung
zu bestehen. Aber das ist ja jetzt in der deutschen Übersetzung, ist das ja ganz gut gelöst. Mhm. So, the other three is now going on saying, one man was asking me to explain to him the law of Vyavasthit. The law being not the law that you and I know, it is the natural law, the natural routine of Vyavasthit. And I told him, say five of you are going somewhere by car and someone grabs you by the ear and forces you out of the car. And then if it feels within you, oh ho, wow, this guy is not throwing me out, it is Vyavasthit that is throwing me out. Okay, ein Mann bat mich, ihm das Gesetz von Vyavasthit zu erklären. Und Gesetz sagt, Shuddha ist also nicht als so ein Gesetz jetzt gemeint, sondern als die natürliche Routine, so hat er es übersetzt, also das Gesetz von Vyavasthit. Ich sagte ihm, nehmen wir an, fünf von euch fahren mit dem Auto irgendwo hin und jemand packt dich am Ohr und zwingt dich, aus dem Auto zu steigen. Selbst dann fühlt es sich an wie, oh, dieser Typ wirft mich nicht hinaus. Es ist Vyavasthit, welches das tut. You know, the other three has just painted a very strong scene here. It's not just somebody saying, get out of my car, but somebody is physically assaulting you by holding you by the ear and pushing you out of the car, you see. Und Dada wählt also hier ein ziemlich hartes Bild, weil es ist also niemand, der einen irgendwie aus dem Auto bittet, sondern es ist ja schon recht ja, ein Akt, also jemand, der ihn also am Ohr packt und ihn aus dem Auto zieht. Mhm. He may have told you to sit down. He is verily next, the one who said, come on in, and he tells you now, Chandubhai, substituting our own name for it, Grit, get out of the car. Gnan, G capital N-A-N, should immediately present for you, be there for you, that Vyavasthit is telling him to get out. See, telling him to get out. Him here meaning the one whose ear is being pulled out. Who is to blame, the other three is asking. Er mag, also der Mann mag dich aufgefordert haben, dich zu setzen. Und dann sagt er dir, Chandubhai, oder jetzt kann jeder seinen eigenen Namen einsetzen, Grit, steig aus dem Auto aus. Gnan, das großgeschriebene Gnan, sollte dir sofort vergegenwärtigen, dass Vyavasthit dir sagt, du hast auszusteigen. Wer hat das verschuldet und trägt die Verantwortung, fragt Dara jetzt. A little improvement in the Gujarati versus the English. In fact, Dadashri says that the Gnan at that time should be there in front of you, that Vyavasthit is telling you to get out. No. What name should be there in front of you? Not the name of the person who is holding your ear or telling you something, but the name of Vyavasthit. Und da, also hier wird nochmal klar, ja, also wer sagt dir, dass du aussteigen sollst? Und es ist also nicht der Name von irgendjemandem, der dich dazu bringt, aus dem Auto zu steigen, sondern es ist Vyavasthit. You should get rid of this word blame. Who is to blame? There is a wrong use of the word translation here. Looking at it, it's really just who should we name? And who should we name? Who shall we name? Who is getting me out of the car? Is this man who is telling me to, is he getting me out of the car? Or do I name Vyavasthit? Switch the name, not the name. Say that man's name, his name is John. You shouldn't say John just insulted me and is throwing me out of the car. You name Vyavasthit by saying Vyavasthit is throwing me out of the car. Vyavasthit is not even throwing me out of the car. Vyavasthit is throwing this neighbor of mine out of the car. Ja,
Und also Schulla sagt, wir sollten also jetzt dieses Wort Schuld sollten wir oder verschuldet haben, sollten wir völlig rausstreichen, dieses Schuld haben, sondern man sollte eher sagen, wer sollte genannt werden, also welcher Name sollte hier genannt werden. Und dabei sollte man dann den Namen vertauschen. Dann sagen wir mal, der ihn jetzt rausgezogen hat, heißt John. Und dann ist es also nicht John, der ihn rausgeworfen hat, sondern der Name wird jetzt vertauscht, sondern es ist mit Namen Vyavastit. Also indem wir sagen, Vyavastit hat ihn oder mich dort rausgezogen. Und auch Vyavastit zieht nicht mich raus, sondern den Nachbar. Also Teil 1. Yes, and the word blame is always associated with intellect. Where there is no intellect, you and I both know that there is no blame. Und das Wort Schuld ist immer assoziiert mit dem Intellekt. Und wo es kein Intellekt gibt, da wissen du und ich, dass es dort keine Schuld gibt. So, questioner is saying, so I'm going to switch it now, I'm going to change the English a little bit than what you have. We should name Vyavastit. Vyavastit is saying, get out. Vyavastit is saying, get out, you see. Or Vyavastit can say, get out, please. So, it, you see, the tone of Vyavastit is also changing. Und die nächste Frage dann vom Fragenden, und hier würde eben Schuller jetzt die Übersetzung verändern, die heißt dann eben, wir sollten also Vyavastit nennen, wir würden also die Schuld jetzt weglassen. Und hier steht ja noch, wir sollten Vyavastit die Schuld geben, wir ändern das also jetzt, wir sollten also Vyavastit beim Namen nennen, weil Vyavastit sagt ihm auszusteigen. Yes, and so the other Shri says, yes, Vyavastit is telling saying, get out. Vyavastit is saying, get out. After going a small distance, Dada continues with the scene, the scenario, the example. Someone will say, no, let it go. Then one of the passengers will say, no, I cannot go like this. So then the driver will tell Chandubai, come on back, come on inside the car again. So at that time, Chandubai should understand, Vyavastit is calling me back into the car, not this driver who threw me out. And when Vyavastit calls you back, you should sit back in the car as according to Vyavastit. Dann antwortet Dada, Vyavastit heißt ihn auszusteigen. Nach einer kleinen Strecke wird jemand sagen, nein, lass es sein. Und dann wird einer der Mitfahrer sagen, nein, so kann ich nicht fahren. Und dann wird er zu, also wahrscheinlich der Fahrer jetzt, zu Chandubai sagen, komm zurück. Und so sollte Chandubai verstehen, Vyavastit ruft mich zurück. And after traveling about a furlong, which is either 1/8 or 1/16 of a mile, I'm not sure, comes across an acquaintance of the driver, and the owner of the car will tell you, I tell you what, Chandubai, come out of the car. At that time, Chandubai should understand that Vyavastit is making him get out of the car. At that time, a look of disgust on the face should not be there. Why should the face look spoiled when Vyavastit is getting you out of the car? So then you should get out of the car. Nach der Fahrt von ca. einer Achtelmeile kreuzt ein Bekannter des Autofahrers den Weg und der Autobesitzer sagt dir, ich sag dir, Chandubai, steig aus dem Auto aus. Zu diesem Zeitpunkt sollte Chandubai verstehen, dass Vyavastit ihn veranlasst, aus dem Auto auszusteigen. Zu diesem Zeitpunkt sollte kein Blick der Empörung oder des Abscheus in deinem Gesicht sein. Warum sollte sich das Gesicht verziehen, wenn die sich bedingenden Umstände Vyavastit dich aus dem Auto herausholen? Du solltest dann also aus dem Auto steigen. Now then, as you're going down the road, the man's acquaintance says again, no, I won't be able to come with you.
Then Chandubhai is told, Chandubhai, come back now. Now understand that Vyavasthita is once again calling me back in the car. When it happens 9 times like this, this means you passed Dada's examination. The examination of Vitaragta, absolute absence of any attachment or abhorrence reaction. Und wenn du dann die Straße entlang gehst, dann sagt der Bekannte, nein, ich kann nicht mit dir kommen. Und dann wird zu Chandubhai gesagt, Chandubhai, komm zurück. Und sogar dann verstehe, dass Vyavasthita dich noch einmal zurückruft. Und wenn es 9 Mal auf diese Weise passiert, dann heißt das, dass du da das Examen bestanden hast. Das Examen von Vitaragta, das ist die vollständige Abwesenheit von Anhaftung und Abscheu. The mind will not spoil even when this happens 9 times. 9 times. This is the Vyavasthit I have given to all of you. This is how beautiful this knowledge of Vyavasthit is. No man is doing all this. No human being is doing all this. Only Vyavasthita does all of this. But on the other hand, one will unnecessarily say with disgust, I don't want you to go, I don't want to go, you go. One will lose his sahajata, his own natural spontaneous self, after being rejected 2 to 4 times. Der Verstand wird nicht verderben, selbst wenn das 9 Mal passiert. Das ist das Vyavasthita, das ich allen von euch gegeben habe. So schön ist dieses Wissen von Vyavasthita. Niemand macht das, also kein menschliches Wesen macht all das. Nur Vyavasthita macht das alles. Und man wird unnötigerweise mit Empörung sagen, ich will nicht gehen, geh du. Man wird seine Spontanität und Natürlichkeit verlieren, indem man 2 bis 4 Mal zurückgewiesen wurde. Continuing, questioner will say, Dada, on the contrary, he will say, what do you think I am? Am I a dog? You keep throwing me out like this? Who the hell are you are? Etc., etc., right? And Dada Shri says, yes. So, Vyavasthita does it. And people believe that the other person is doing it. He is just a nimit, an apparent doer, instrumental in the unfolding of your own karma. One should never bite him like this. One should never blame or accuse him like this, biting the nimit. Fragender, oh, er wird sagen, was denkst du, wer ich bin? Bin ich ein Hund? Du wirfst mich immer wieder raus? Dada schrie, ja, Vyavasthita macht es. Und die Menschen glauben, dass die andere Person es macht. Er ist nur der offensichtlich Handelnde, ein instrumentaler, dienlicher Handelnder, ein Nimit im sich entfaltenden Karma. Man sollte ihn nicht beißen, also ihn nicht beschuldigen oder anklagen im Moment. So the questioner asks, but with this, it says, it's a comment, but with this example, Dada, you gave a wonderful explanation of Vyavasthita. And Dada Shri says, even if he removes you from the car 9 times, Vyavasthita is removing me. He is not. What is in his control, in his satta, in his authority? What is he going to do when the poor man himself lacks the independent energy to release his own bowels at will? He is going to remove you from the car. He may even die if later ahead he is in an accident.
Fragender, aber du hast mit diesem Beispiel eine wunderbare Erklärung über Vyavastita gegeben. Dada schrie, selbst wenn er dich 9-mal aus dem Auto zieht, ist es Vyavastita, er ist es nicht. Was liegt in seiner Kontrolle? Was wird er machen, wenn dem armen Mann die unabhängige Energie fehlt, seinen Darm willentlich zu entleeren? Wie kann er dich dann aus dem Auto herausziehen? Er mag sogar später sterben, wenn ihm dann ein Unfall passiert. I have said the rule of 9 times. 9 is a very interesting number for us too, just like 5 is, you see. We have the 9 columns, and now the 9 tests of examination of our experience of Vyavastita, you see. Shuddha sagt, 9 ist eine ganz interessante Zahl, weil wir haben ja die 9 columns und hier gibt es also die 9 Male, um Vyavastita, um diesen Test zu bestehen. I have said that if he remains composed or if he maintains composure, let me see what's the exact Gujarati of Dada. if he maintains composure, is correct. If he maintains composure 9 times like that, then I will know that he has passed in my Gnan. He is complete in my Gnan. One can maintain patience for 2 to 4 times, but you still will see a change in the expression of his face, you see. He'll become grouchy. To sit in the car 9 times and to be told to get out of the car 9 times and to not forget the knowledge of Vyavastita, that's not correct. And to not to not miss the knowledge of Vyavastita, that is our Gnana. Not forget, because forgetting is part of the mind. To miss the knowledge of Vyavastita, that is our Gnana. Vyavastita makes him sit. Vyavastita makes him, file number 1, get out. Ich habe die Regel von 9 Mal aufgestellt. Ich habe gesagt, dass wenn er auf diese Art 9 Mal Gelassenheit bewahrt, dann werde ich wissen, dass er in meinem Gnan bestanden hat. Er ist vollständig in meinem Gnan. Man kann Geduld 2 bis 4 Mal bewahren, aber dennoch wirst du eine Änderung in seinem Gesicht feststellen. 9 Mal in einem Auto zu sitzen und 9 Mal gesagt zu bekommen, man solle aussteigen und nicht das Wissen von Vyavastita, jetzt steht hier in der Übersetzung, zu vergessen. Und Shuddha sagt aber jetzt, vergessen wird dem Verstand zugeordnet und deswegen muss man ein anderes Wort dafür nehmen. Und er sagt jetzt im Sinne von, dass Vyavastita, das Wissen von Vyavastita hier also nicht zu verpassen, anzuwenden in dem Sinne, das ist unser Gnan. Vyavastita bringt ihn zum Sitzen und Vyavastita bringt ihn zum Aussteigen. Questioner says, Dada, the Gnan becomes perfect. The Gnan becomes perfect. Radhashri says, it is of worth, value, only when the Gnan is like that. Such is this Vignan, the science. Rag, Dvesh, attachment, abhorrence, do not happen. Constant Vitaragata, the state of absolute freedom from attachment or abhorrence, prevails. Because of Vyavastita, one can maintain Sanyam. The exact definition of Sanyam is there is absence of anger, pride, deceit, and greed. With the help of Vyavastita and the awareness of the self, Ishvin Raina Sile, one can maintain complete, absolutely complete Sanyam. Do you understand? The present time is such that there is no need to beg for anything anywhere. The law of Vyavastita is such that for the one who has made a decision
not to beg, never will a circumstance arise to beg. That is a different aspect of this total satsang, so we will leave that, come back to it. Let's translate that. Yeah, and we don't have the last two sentences about the begging. They are not in the translation here, so maybe, yeah. Oh, okay, hey, that was an Apta Sutra that was added. Apta Sutra 1923. All right, good. Well, it gives me an extra point to discuss with you. But okay, so I'll translate so far. Fragende, das Gnan wird perfekt. Dada Shri, es ist nur von Wert, wenn es genau so ist. Derart ist die Wissenschaft wie Gnan. Anhaftung und Abscheu ragt weg, kommen nicht vor. Und ein konstanter Zustand absoluter Freiheit von Anhaftung und Abscheu, Vitarakta, herrscht vor. Aufgrund von Vyavasthit gibt es dieses Sayam, und das ist die Abwesenheit von Wut, Stolz, Täuschung und Gier. Und mit Hilfe von Vyavasthit können mit Hilfe von Vyavasthit und dem Gewahrsein des Selbst kann man vollständig die Abwesenheit von Wut, Stolz, Täuschung und Gier, Sayam, bewahren. Verstehst du? So, do you understand? That's the end of the translation. Okay, thank you. All right, so we what we just read with our dear Grit is phenomenally beautiful. It is absolutely gorgeous. Let us get back into it a little bit, step by step, is to get more exactness in the understanding of Vyavasthit. Okay. Yeah. Sorry. Und Shula sagt gerade, die Zeile sind also ganz wunderschön, und wir gehen jetzt nochmal ein ganz kleines Stück zurück, um nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen. The first one is associated with a name. And the name is, the old habit will give you the name, this man is doing it. The other man is insulting me. The other man is throwing me out. You see, and because the tendency is to blame what you see in front of you only and nothing, and that is called ignorance. That is called blindness. Also es gibt zuallererst gibt es immer diese Assoziationen mit Namen. Also dieser Mann macht das und das, der beschuldigt mich, der schmeißt mich aus dem Auto. Es gibt also eine Tendenz zu beschuldigen, was du vor dir siehst. Und das nennt sich also Blindheit oder Unwissenheit. In our science, my dear friends, the name is only to be used so that you can see his pure soul, so that you can see yourself in him. That is the only reason to use the name. Und in unserer Wissenschaft ist es so, dass der Name nur benutzt wird, um die reine Seele in demjenigen zu sehen und um dich selbst in ihm zu sehen. So right now, as Shuddha is sitting here in USA, if Nada and Atreyu come in his mind, the only reason for that is to see the Shuddhatma Bhagwan in Nada and Atreyu in Tenerife, you see. Wenn jetzt also Shuddha in den USA sitzt und dann mal Nada und Atreyu in seinen Kopf kommen, seine Gedanken, sein Verstand, dann ist die einzige Ursache dafür, ist, um den Shuddhatma Bhagwan, also die ganz reine Seele, in Nada und in Atreyu zu sehen. But to associate a name with a doer is the old error which has caused so much difficulty with all of us in life after life, and now we are coming to the final awareness of it. Und also den Namen mit
mit dem zu assoziieren, mit dem mit Handelnder sein, mit dem Handelnden, das ist der alte Fehler, der so viele Schwierigkeiten verursacht hat, Leben für Leben für Leben. Und wir gelangen jetzt zu dem letztendlichen Gewahrsein. So, with reference to any doership, of any vision of doership, with reference to any vision of doership, it needs to be replaced from the name of the human being in front of you to the name of Vyavasthit. You see? In Bezug jetzt auf diese, auf die Sicht von Handelnder sein, ist es also notwendig jetzt diese Assoziation vom Namen zu verändern auf Vyavasthit zu. This is going to require a significant amount of practice for all of us. This application, it is easy when somebody says, "Hi, my dear, how are you? Please sit down, let's have a cup of chocolate, cocoa," or something like that. But it's when they treat you like this man has been treated in the car. Und, es ist, und diese Anwendung, die wir jetzt gerade beschrieben haben, diese neue Assoziation, die erfordert also ganz, ganz viel Praxis jetzt von uns. Und das ist natürlich nice oder leicht, wenn jemand also sagt, komm, mein Lieber, komm her, setz dich, möchtest du irgendwie ein bisschen Schokolade und also so nett ist. Und es ist sehr viel schwieriger, wenn es in einer Situation ist, wie sie gerade beschrieben wurde mit dem Auto. Ja, yeah, and you see, there is the whole problem is in this beautiful example that Dada is giving at a practical level, because he says, you guys in Germany, do you think just because you're reading me, you're with me for 27 sessions that you know Vyavasthit? After 27 sessions of being with me, now I'm going to give you an examination. Denkt ihr denn, ihr Deutscher, jetzt nur weil wir diese 27 Sitzungen gemacht haben, ihr wüsstet jetzt, was Vyavasthit ist? Jetzt machen wir die Prüfung. And so he says, I'm just setting the example. I hope you don't have to be thrown out 9 times, but at least let's see how you react the first time you're thrown out. The second time you're thrown out, are you aware of the reactions of your neighbor, how he reacts? Are you aware of that reaction? Und jetzt habe ich, also Dada sagt, jetzt habe ich also so ein schönes Beispiel hier gegeben. Und jetzt lasst uns mal sehen, wie ihr reagiert. Beim ersten Mal rauswerfen, beim zweiten Mal rauswerfen. Und dann zu gucken, seid ihr eurer Reaktion gewahr? Seid ihr gewahr der Reaktion des Nachbars? You see, there is the unpleasant event, and then the person is thrown out of the car, and then again he is called back, and so there is the pleasant event. Pleasure, pain. So when pleasure comes, he's called back in the car, and because in India it's hot and it's dusty on the roads, and if you get a ride, it's good. So when you're getting the ride, so you're called back, so it is pleasant now again. So when pleasure arises, then also you have to say it is Vyavasthit that is bringing this pleasure to this person. It is Vyavasthit is calling this person back. You see? Und wenn es also jetzt so ein unangenehmes Ereignis ist, wie jetzt das mit dem Auto, das wird zu einem, also das rausgeworfen werden, dann wird er wieder zurückgerufen ins Auto. Das dann wiederum ist was Angenehmes, was Vergnügsames. Und es gibt also immer Pleasure and Pain, es gibt also immer Vergnügen und Schmerz und es liegt nah beieinander. Und dieses Aussteigen ist wirklich Pain in India, weil da ist es heiß, da ist es also das wirklich nicht angenehm, aus dem Auto zu werfen. So, und wenn dann also wiederum das Angenehme kommt, dann sagst du dir, das ist Vyavasthit, das jetzt dieses Angenehme bringt. This is an examination of Vitaragata. Beautiful word, Vitaragata. Is
the prevailing state of the lack of any kashai, you see. Vitrakta means the prevailing state of the absence of any kashai. No rag, no dvesh, no anger, no greed, no deceit, no pride. Hmm? Und das ist also jetzt die absolute Prüfung von Vitarakta. Und das ist also der, das bezeichnet den vorherrschenden Zustand von der Abwesenheit von jeglichen Kashai, also von Anhaftung, Abscheu, von Stolz, Wut, Gier und Täuschung. You see, it begins with the equanimity that arises within you after the Gnanvidhi, and then it rises into Samatha, which is a state of perfect equanimity, and then beyond this is the Vitaragata. So three levels, Samabhav, Samatha, and Vitaragata, you see, three levels. Hmm? Jetzt erklärt Shuddha die drei Levels von Gleichmut. Es beginnt also mit Equanimity, also mit diesem Gleichmut zu begleichen, das ist Sambhav. Und das beginnt nach dem Gnanvidhi. Dann steigt es auf into Samatha, das ist diese perfekte Gleichmut. Und die dritte Stufe ist dann Vitarakta, und das hat man gerade beschrieben, das ist also die absolute Abwesenheit der Kashais. Ja, in trying to settle the files with equanimity, and we discussed this in our sessions on the five agnas, you may remain in balance or you may not remain in balance, you see. There is a settler of the file with equanimity. There's somebody who wants to settle the file with equanimity. Whereas in Samatha, perfect equanimity, it is natural. You don't have to attempt to settle a file with equanimity. Wenn wir also versuchen, also wenn es darum geht, die Files im Gleichmut zu begleichen, dann mag man in Balance sein oder auch nicht in Balance sein. Und da gibt es immer einen Begleicher, der das begleichen möchte, während in diesem Samatha, das hat er gerade beschrieben, diese perfekte, das ist der perfekte Gleichmut. Das wiederum, da gibt es diesen Begleicher nicht mehr, sondern es ist dann ein natürlicher Zustand. And Vitarakta is what our Gnani is all about. You see, the Gnani, it's a very high level where, as our Dada says, you not even your face changes, not even your mind is disturbed when you are thrown out 9 times and asked to come back in 9 times. That is Vitaragata, the state of the Vitaragata. Und dieser Zustand ist Vitaragata, das ist also der absolute Zustand unseres Gnani. Und das ist also dann, wenn sich selbst unter den härtesten Bedingungen nicht auch nur das Gesicht verändert und auch nicht der Verstand in irgendeiner Form sich verändert oder gestört wird, das ist der absolute Zustand von Vitaragata. Good, my dear. So we will take a little break here almost, give you a little break here. Thank you, Jay Sachidanand. Jay Sachidanand, so we come back, huh? Yeah. Oh. All right. Thank you.
Okay, my dear,
Yeah, okay, Shuddha Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Let's see. Something from the telephone. Wenn ich habe das Telefon jetzt ausgemacht, weil keiner dran war, falls also doch noch jemand ans Telefon möchte, dann muss er bitte irgendwie Bescheid geben. Okay. Okay. So, let's see here if there is any questions. I couldn't see any in the chat. Uh-huh. Also hat jemand noch Fragen, dann kann er die gerne. Also bis jetzt, wenn ich jetzt nichts verpasst habe, sonst bitte noch mal ganz kurz. Mhm. Okay. Sonst gerne noch in den Chat schreiben. Ich glaube, da waren jetzt keine. So, right now there are no questions. Okay, good. So we continue. Okay. The part was where I lost. Where did it go? There was this part about the we were continuing with the details understandings of the Vyavasthit here, and what Dada is implying when he says that you spoil your face. is that there is built in within every human being a certain level of naturalness. You know, as long as he's not disturbed, he's natural. As long as you're not disturbed, you're natural. Mm-hmm. Also es geht jetzt nochmal um diesen Ausdruck, den Dada verwandt hat, das Gesicht zu verziehen. Also Shuddha sagt, es gibt also so eine Art von Natürlichkeit innerhalb eines jeden, und wenn die nicht gestört wird, dann ist das also natürlich. There is that one will lose his sahajta when he says this. There are two levels of naturalness. One is a state where you are fine as long as you are not stirred up or disturbed. That is the natural state of every human being. And then there is, of course, the beautiful natural state of the self, the Raina Sile, you see. The one who becomes still as the Atma and the Param Atma. Hmm? Also es gibt diese Sahajta, diese Natürlichkeit. Da gibt es zwei verschiedene Ebenen von. Das eine ist also diese Natürlichkeit, die da geht es dir also gut, wenn du nicht sozusagen innerlich, wenn es keine Störungen gibt. Und das ist so der natürliche Zustand dann ist, der Natürlichkeit. Und dann gibt es den zweiten Zustand, diese zweite Ebene. Und das ist diese natürliche Kraft der reinen Seele. Und Shuddha hat also seine Faust wieder gezeigt. Und die ist verbunden mit so einer Stille, einer tiefen Stille. It's a very beautiful word to be used for a human being when you say this person is so sahaj, he is so natural, he is so spontaneous. It's a complementary quality of a human being. You see? Und es ist also ein ganz wunderschönes Wort eigentlich, wenn man eben so sagt, dass eine Person so sahaj da ist, also wenn die so ganz spontan und natürlich ist, das ist also eigentlich ein Kompliment, was man macht. So the Gnani is associating this whole state that is apparent to the world in as an increasing state quality as the awareness of the doer takes hold within him. As the awareness of the real doer takes hold within him, the person becomes more and more natural and sahaj. More natural and sahaj. Und der Gnani, der assoziiert also diesen ganzen Zustand, der jetzt der Welt erscheint als die ansteigende, zunehmende Qualität, als Gewahrsein des wirklichen Handelnden. Und wenn also das mit zunehmendem Gewahrsein dieses wirklich Handelnden, wenn das also immer mehr sich verfestigt, dann wird sich immer mehr
dieses Sahajta, diese Natürlichkeit wird sich immer mehr und mehr zeigen. Such a person, whether it is a man or a woman, is not really concerned about what other people are thinking about him. That is not in his vision at all. Und so eine Person, egal ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ist nicht wirklich schert sich nicht wirklich so darum, was die Welt von der Person denkt. Das ist nicht in ihrer Vision, in ihrer Sicht. We use the term self-conscious. If you are conscious of yourself, if you are constantly arranging, you know, how you look, and you have to present yourself in a certain way only to other people, you are lost in the field of the intellect only. You are not at all in the prevailing energy of prajna. Und wir benutzen also dieses Wort selbstbewusst. Das heißt also, wenn du dir deiner selbst bewusst bist, wenn du dir dessen bewusst bist, wie du dich anderen präsentierst, das bedeutet also, wie du erscheinst nach außen, das bedeutet also, du bist verloren in dem Feld, in dem Bereich des Intellekts. Und du bist überhaupt nicht in der Energie der Prajna. And so there are tests of sahajta. There are just this naturalness of human beings is fine at a very low level when as long as you're not disturbed. And the moment you're disturbed, of course, and when you say, what do you think I am? Am I a dog? Can you treat a dog like this even? I wouldn't even treat my dog like this. You're throwing me out. And so that is a very low level of naturalness, you see. Gnani doesn't give it much value, as we can see. Und dann gibt es also eben jetzt diese Tests von die Tests von Sahajta, also dieser Natürlichkeit und so wie er das gezeigt hat, wenn du also aus dem Auto gezogen wirst und dann dich aufregst, er denkt ja dann, ich bin ein Hund oder so, kann er mit mir nicht umgehen. Und das heißt, wenn du dann also innerlich gestört, das ist also ein sehr niedriges Level. And you know, with reference to this Sahajta, our current Gnani Pujya Deepak Bhai has written the first independent book, since he became the Gnani for the world, and that was after Niruma left. This book is titled Sahajta. This is his first book. All the other ones were with Niruma, as you know. But they are not translated yet, huh? No, it's out in Gujarati. It's out in Gujarati. But, yeah. And it's in print also, and it has been unveiled. But that is his first independent book as our Gnani, you see. Und jetzt in Bezug nochmal auf dieses Sahajta, auf diese Natürlichkeit, erzählt Shuddha also, dass Deepak Bhai, unser Gnani, also sein erstes Buch geschrieben hat. Da ging es, das ist genauso getitelt, Sahajta. Und das war das erste, nachdem Niruma also uns verlassen hat, also ihren Körper verlassen hat. Sonst war es ja immer mit Niruma zusammen und das war sein erstes Buch, das er also quasi als Gnani selbst geschrieben hat. And you know, when no name is associated with the doer, when no name is associated with blame, Vyavasthit automatically is there for you to lift you up in this beautiful field of the blissful one that you are and I am, you see. Und wenn also kein Name assoziiert wird mit dem Handelnden oder mit Schuld, dann ist automatisch Vyavasthit da für dich, um dich anzugeben
in das Feld oder in den Bereich des Glückseligen, der Glückseligkeit. Yeah, and you know, when we were translating this word Nimit, N-I-M-I-T, we had so much difficulty to try to come to the exact English words for this word Nimit. Ja. Und als Schröder sagt, als sie das ins Englische übersetzt haben, das war so schwierig, irgendwie so wahnsinnig schwierig, irgendwie auch nur annähernd ein passendes Wort zu finden für Nimit, für dieses Wort Nimit. And here this is Dada is kind of giving us a little bit more of a clarity when he says, this person who told you to get out of the car and come in the car, he is just a Nimit. Und so wie diese Person hier aus unserem Text, die dir gesagt hat, geh ins Auto, komm, steck aus dem Auto aus, diese Person ist ein Nimit. And the answer to the question, Dada, what is a Nimit? Then Dada would say that he is the one who you think is doing it, but it is the illusion. He is not the doer. He is not doing it. It makes you think that he is doing it. Und auf diese Frage hin an Dada, was ist denn ein Nimit? Sagt Dada, dass er ist das nicht. Das ist nur die Illusion. Er ist nicht der Handelnde. Du glaubst nur, er wäre der Handelnde. Even if he is thinking that he is doing it, which is most likely the case because the other person is probably not enlightened, even if he thinks that he is doing it, you, the one to whom I have given the knowledge of Vyavasthit, for you, this word Nimit comes in, you see. Und auch selbst wenn derjenige selbst denkt, er hätte es getan, weil in den meisten Fällen wird das so sein, weil die andere Person vielleicht keine erleuchtete Person ist, dann hast aber du das Wissen von Vyavasthit und deswegen wirst du ihn als Nimit sehen. In this entire universe of karma complex and complex karma, there are two different things, karma complex and complex karma. In this entire universe of karma complex and complex karma, everything is actually based on the view of the Nimit. It is the view of the Nimit only, is it not? I mean, it is a focused view. Und das ganze Universum von Karma-Komplex und von Komplex-Karma, das sind zwei verschiedene Sachen, wird Schröder sicher gleich noch erklären. Also das gesamte Universum von Karma-Komplex und Komplex-Karma, alles ist eigentlich eine Sicht des Nimits. Es ist eine sehr fokussierte Sicht, eine fokussierte Sichtweise. The Karma-Komplex ist charge karma and discharge karma, whereas the complex karma is the karma that has been multiplied so much that there is no end to it. Okay, also complex karma ist Karma, das so oft multipliziert wurde, dass es quasi kaum ein Ende davon gibt. Und Karma complex ist charge und discharge karma. Mm-hmm. And in all of that, the view of the partially enlightened one, not the one who is enlightened. There's only the view of the partially enlightened one will, like us Mahatmas, will see a Nimit. The fully enlightened one sees Vyavasthit. Und nur die Sicht der teilweise erleuchtet. Also wir Mahatmas, wir sehen mit der Sicht der Nimits, also wir sehen Nimits und die voll und komplett Erleuchteten, die sehen Vyavasthit. Mm-hmm. And so we gain
beautiful, fine insights into this process of the word Nimit. You know, even to say I am just a Nimit is really incorrect for the advanced level Mahatmas of Dadashri. Also wir bekommen also hiermit einen wunderschönen oder wunderschöne Einblicke in die Prozesse des Nimits. Und ich bin nur ein Nimit, ist also nicht die wirkliche Sicht für einen fortgeschrittenen Mahatma. Yeah. It is, in other words, it is of course much better than saying, I did it. How do you like it? Can I do it again for you? You know, as much better than that, it is saying, oh, I'm just a Nimit in this, you know. But even that is an error, really. You and I, my dear friends, are simply the knower of the one who is the Nimit. And, es ist, wenn wir also jetzt sagen, ich bin nur ein Nimit, dann ist auch das ein Fehler. Es ist immerhin besser, als zu sagen, ich habe es gemacht, oh, soll ich es nochmal machen? Aber auch zu sagen, ich bin nur ein Nimit, ist nicht wirklich korrekt, weil wir sind die Wissenden, wir sind die Knower, wir sind die Wissenden desjenigen, der Nimit ist. Yeah, you know, like when many times in life, friends of Shuddha and others who want him around will say, oh, when will we see you again? When do we see you again? And the answer is there inside in terms of SCE, scientific circumstantial evidences. And yet, when you try to reply to the other person, the answers come out, different. I mean, in other words, you can't say, oh, when the Vyavastit brings us together, we'll see, you know. Okay, und jetzt sagt Shuddha, und ganz oft im Leben ist es ja jetzt so, wenn Shuddha zum Beispiel jetzt also Freunde trifft und die fragen dann, oh, wann sehen wir uns denn wieder, wann werden wir uns nur wiedersehen, dann ist innerlich natürlich die Antwort, naja, das wird Vyavastit, also die sich bedingenden Umstände werden das zeigen. Und wenn er dann versucht, aber zu antworten, dann ist die Antwort, fällt dann manchmal anders aus, weil manchmal kann man dann nicht sagen, Vyavastit wird es bringen, sondern die Antwort sieht dann manchmal etwas anders aus. You become increasingly aware that there is really not even any decision maker in life. Yes. Und dir wird also ganz, dir wird schlagartig oder mehr und mehr bewusst, dass es nicht wirklich einen Entscheider im Leben gibt. You are simply aware of the one who says, okay, let me open up my calendar here on my MacBook and I'm going to put down your name and I'll be there and I'll see you on this date. Ist dir also ganz schlicht und einfach mehr und mehr gewahr desjenigen, der dann da seinen Kalender öffnet und irgendwie sagt, so jetzt lass mich mal gucken hier und ich bin mir ganz sicher, wir sehen uns dann an diesem und jenem Tag. He's just like Dada says, he does not even have the independent energy to relieve himself in the bathroom, on the toilet table, on the toilet stool, and he's saying, I'll see you on this date. Und so wie es Dada gesagt hat, er hat ja noch nicht mal irgendwie den unabhängigen Willen oder die unabhängige Energie, selbstständig auf die Toilette zu gehen und die Kontrolle darüber zu haben, seinen Darm zu entleeren. Und derjenige sagt dann, ich sehe dich an dem und dem Tag. Yes, yes, you and I can be aware of the bhav, the deepest intentions of this neighbor of ours, this Shuddha, this Grit, this Kachya, this Uva, this Nada. We can only be aware of his or her bhav, intention. Wir können also lediglich uns gewahr sein des Inneren, dieser tiefen inneren Absichten, die
ja, die hier unser Nachbar hat, sei es also Katja über Nada Grid. You see, this awareness of the intention of this beautiful friend, this neighbor of ours, this Yuta, the awareness of those intentions is really the highest authority that we have over Yuta. That's all, the awareness of her intentions. Und das Gewahrsein der Absichten dieses wunderbaren Freunds, dieses Nachbarn, Yuta, dieses Gewahrsein dieser Absichten, das ist die absolut höchste Kontrolle, die wir haben. There was this word, and of course it was not words of Dada. It was the word of the questioner. The questioner is a very high-level Mahatma asking all of these questions to Dada. And he says, the Gnan becomes perfect. The Gnan becomes perfect to the extent that it comes now as an experience. You see, it becomes... What is meaning of Gnan becoming perfect? It means... it is my experience now as to who I really am in this universe. Und dann gibt es ja diese Worte, die waren ja nicht wirklich von Gnani, sondern die Worte des Fragenden, der also ein sehr fortgeschrittener Mahatma hier war, der ja fragt, das Gnan wird also jetzt perfekt. Und was meint er damit, dass das Gnan perfekt wird? Yeah, you see, there is this. Heißt also, dass er immer mehr der kommt in die Erfahrung dessen, wer ich wirklich bin in diesem Universum. This word Gnan with a G capital has become very famous in our science. Everybody says, "Have you taken Gnan?" In Gujarati, they usually say, "Have you taken Gnan?" In German, they say, "Have you taken Gnan Vidhi?" You see. But it's the same thing. We are all talking about the same thing. Und dieses Wort Gnan ist also ein sehr berühmtes Wort mittlerweile oder generell in unserer Wissenschaft hier. Und man sagt also immer, hast du also im Englischen have you taken Gnan, also hast du Gnan genommen. Auch in Gujarati sagt man, hast du Gnan genommen. Im Deutschen sagen wir ja eher, hast du Gnan Vidhi genommen. Also es wird sehr häufig gebraucht. Even Dada Shri used to say and ask the questions to people, some of the people in his huge crowd of satsang, "Sir, have you taken Gnan?" Or, "Madam, have you taken Gnan? Have you taken Gnan?" Auch Dada Shri fragte immer in der Satsang-Gruppe, die dann um ihn saß, immer, wenn er jemanden angesprochen hat, "Sir" oder "Madam, haben Sie Gnan genommen?" Yeah. As we are so familiar, there is the taking of the Gnan, there is the total reception of the Gnan with love, and then begins the experience of the Gnan. Und wir sind ja so vertraut damit, mit diesem Gnan nehmen oder es eben annehmen, total annehmen des Gnan mit Liebe, und dann kommt halt die Erfahrung. And here Dada Shri is giving us the taking, the division in the last paragraph here, which you have, which is saying that Gnan is of value when you take it to perfection. I have given you perfect Gnan. I have given you the perfect thing. Please take it to perfection. Take it to perfection. Und in diesem letzten Abschnitt gibt uns also Dada hier eben diese Sicht. Er hat gesagt, dass das Gnan ist also dann von Wert, wenn du es bis zur Perfektion bringst. Ich habe dir das Gnan gegeben und du nimm es und bring es zur Perfektion. You see, it is no mystery anymore for you and I when somebody asks, "What do you mean by perfection?" It is no longer a mystery. It is right there in front of us in today's satsang.
und es ist also für uns alle nichts Mysteries, kein Geheimnis mehr für dich und mich, wenn man fragt, was meinst du damit, mit zur Perfektion bringen? Denn wir sehen es hier, wir haben es hier direkt vor uns im Satsang. It is no longer our own visions of, oh, it will be a full moon, I will have a very special light on my face. People will get so impressed when they look at me. None of that nonsense. Es ist also nicht länger so diese Vision von, oh, ich sehe große, ich sehe viel Licht oder die Leute sind total beeindruckt von mir, wenn sie mich sehen. Das ist es also überhaupt nicht. It is simply this, and it comes down to that famous number 9. 9 times. Es ist also ganz einfach das hier, und es kommt ganz simpel, brechen wir es runter auf die Nummer 9, 9 mal. 9 times it happens. 9 times the stimulus that would excite attachment aversion reaction within you will not excite any reaction within you. Also 9 Mal passiert es, 9 Mal, dass irgendwelche Stimulantien, irgendwas, was dich normalerweise zur Reaktion von Abscheu oder Anhaftung bringen würden, 9 Mal, und es passiert nichts in dir. And in this today's satsang, Gnani Purush Dada Shri has only talked about somebody holding your ear, which is a very sensitive place. You see, the ear is pretty sensitive, you know. And somebody strokes your ear nicely, you feel good. And somebody pulls your ear, you know exactly how you feel. You know? Und Dada hat uns ja hier gezeigt, wie das also ist, wenn jemand entweder ganz nett zu dir spricht, oder jemand dich auf einmal an deinem Ohr zieht, an deinem Ohr, das ein wirklich sehr sensibles Sinnesorgan ist, und du weißt genau, wie sich das anfühlt, wenn daran jemand zieht. Ja, your sensitivity really gets focused on every little ridge within ridge and line of your ear. It is a very, very highly developed organ within the human body, you see. Das Ohr ist ein sehr, sehr hoch, komplex entwickeltes Organ des menschlichen Körpers, denn ganze Sensibilität ist dann in jedes feine Linie im Ohr ist voller Sensibilität. And you can really see that it is not, you know, the reine Seele is a given. You and I have become reine Seeles. The perfection is really not, hasn't got anything to do with the mind, speech and body complex. It has got everything to do with the reaction that arises within to circumstances in life, you see. Und wir können also ja jetzt sehen, du und ich, wir sind reine Seele, und diese Perfektion, von der gesprochen wird, die hat also nichts zu tun mit dem Verstand-Sprache-Körper-Komplex, sondern sie hat was zu tun mit der Reaktion, die innerhalb auftritt als Reaktion auf bestimmte Umstände. And this word that is in front of us called Sanyam has got dual meanings, and it is important that it appears there in front of us all right now. The word sanyam. Und dieses sanyam, dieses Wort, von dem Shuddha jetzt hier spricht und das er jetzt noch näher erklären wird, das hat also 2 verschiedene Bedeutungen. And it really is it has got applications in the karmic step by step path of liberation, and it has a new meaning for, just like everything else in life, for akram vignan, you see. Es hat also ganz viel Anwendung gefunden in dem Schritt für Schritt Weg, dem karmic path, diesen karmischen Weg, und hat jetzt eine komplett neue Bedeutung, so wie alles in akram vignan. And in the karmic path it is actually yam, niyam, sanyam, you see. In other words, there is a certain bodily positions and attitudes, and then
disciplines, niyam is discipline, and laws and disciplined approach to life, and then through that you come into sanyam, where they talk about control of the mind and the senses, and the senses, the five senses. Und es gibt also diese drei verschiedenen Stufen, Yam, Niyam, Sayam, Sanyam, und da geht es also das fängt an also mit irgendwelchen Disziplinen, mit körperlicher Kontrolle, dann geht es um gewisse Ausrichtungen und die Sichtweisen, und zum Schluss das Sanyam ist dann die Kontrolle des Verstandes und der Sinne, der fünf Sinne. Whereas in Akram Vignan, by just lifting us up from this entire karma complex and the complex of karma, by lifting us up perfectly, absolutely and completely from the karma complex and the complex of karma, the Jnani Purush gives us natural sanyam, you see, natural continence, natural sanyam. Und das, was ich eben geschrieben hatte, diese drei Ebenen waren also das war bei dem Schritt-für-Schritt-Weg, und hier in Akram Vignan, also dem stufenlosen Weg, da werden wir komplett angehoben von dem Karma-Komplex, sowohl als auch von dem Komplex auch von Karma. Also das, was wir vorhin schon erklärt haben, und dadurch gelangen wir automatisch in dieses natürliche Sanya. And you know, ours is the only path in this world of liberation, where we do not have to throw out the anger, throw out the pride, throw out the deception, or throw out the greed. We don't have to do anything to remove them or to change them. Und unser Weg der Befreiung ist der einzige Weg, den es gibt, wo es nicht darum geht, die Dinge rauszuschmeißen, also unseren Ärger, Wut, Stolz, Täuschung, Gier, die rauszuschmeißen oder sie weg haben zu wollen. He gives a beautiful sentence with the help of Vyavasthit, which he just gave us in the nine exams as a passing nine times. Vyavasthit forget about the test, just with the help of the understanding of Vyavasthit and the awareness of the self, the Rhinocelia, one can maintain complete sanyam, a magnificent accomplishment, you see. Und es gibt also hier diesen wunderschönen Satz, den wir gehört haben, dass man also mit der Hilfe von Vyavasthit und mit dem Verstehen von Vyavasthit und mit dem Gewahrsein vom Selbst, also der reinen Seele, damit kann man das Sanyam automatisch vorherrschen. You know, the state of the poor fellows on the karmic path is very, very, very pitiable. It's worth taking pity on, because they try to close one hole, the other one opens up, you see. You know, they're constantly, because it is a state of doership, they try to suppress their anger, they try to suppress their pride and their deceit. They are constantly trying to close one hole when the other one opens up, you see there. Shoda sagt das, also der Schritt-für-Schritt-Weg, dass man da eigentlich auch fast Mitleid haben muss, weil das ja der Weg der Handlungen ist, des Doerships, weil die versuchen permanent ein Loch zu stopfen, und dadurch graben sie automatisch ein neues, indem sie halt versuchen, die ganzen Verscheiß zu unterdrücken, also sie versuchen, den Ärger zu unterdrücken oder die Wut zu unterdrücken, hier. They are trying to attain the end result of non-doership by going into doership. What a pathetic state. Die versuchen also permanent diesen Zustand des Nicht-Handelnden zu erreichen, eben durch Handlungen. And they're not aware that they are the doer. They will talk all day long with you that I'm not the doer, but you and I know more than that, do we not? Sie sind sich einfach nicht
dessen gewahr, dass sie ständig der Handelnde sind. Sie sagen vielleicht den ganzen Tag, ich bin nicht der Handelnde, ich bin nicht der Handelnde, aber sie sind sich nicht dessen gewahr, dass sie genau das sind. As the Gnani said, and we in the beginning of what we read, there cannot be two doers. Either you are a doer or Vyavasthit is a doer. So wie wir es ja ganz zu Beginn ja gelesen haben, es können nicht zwei Handelnde gleichzeitig existieren. Entweder du bist der Handelnde oder Vyavasthit ist der Handelnde. And this is absolutely therefore not possible for one to understand without being lifted up completely from the complex that is the doer. This mind, speech, body, intellect, chit, ego, they're all the doer. So unless you're lifted up, you cannot see the doer. Und es ist einfach nicht möglich, das zu verstehen, ohne komplett angehoben zu sein. Angehoben zu sein von diesem ganzen Komplex, der ja der Handelnde ist. Angehoben zu sein von diesem Komplex Verstand, Sprache, Körper, Chit, Ego, ohne davon angehoben zu sein. To beg. Now I'm going to actually just going to type up the sentence because this sentence is important. I think it adds to the level of the satsang that we are all into right now, you know. And so it is actually an after sutra. I'm just going to add to it and somebody can translate. I just added the first sentence. Und weil wir ja hier in der Vorlage sowohl dem Heft als auch in der deutschen Übersetzung, hier dem PDF, da fehlen ein oder zwei Sätze, die Schröder vorhin ja noch mit vorgelesen hatte. Und die tippt er jetzt gerade in den Chat rein, und die, weil er die gerne noch mit aufgreifen möchte. Und ich gucke mal gerade, sonst kann ich die ja nicht schnell übersetzen. Sonst kann sie jemand anders vielleicht in den Chat übersetzt reinschreiben, aber ich kann sie ja. So, okay. So I can see already the first sentence. Yeah, so you try to kind of keep talking to them about the first sentence in your language. Yes, I try to translate that. Yeah, try to translate that, and maybe somebody like Katya or whoever is there or whoever can type up that precise translation. And it is an Apta Sutra number, and I'll give you this Apta Sutra number here in a minute. Anyway, that is not translated. They has not been finalized. The final translations of the Apta Sutra are not really done, just to review the errors. But because you pointed it out today, I just wanted to add that it is 1923. Okay. Also, der erste Satz ist so, die derzeitige. Moment, yeah. Katya will write it for you, I think. But beautiful, thank you, Katya. Uh-huh. Die derzeitige, also unsere Zeit jetzt ist so, dass es nicht nötig ist, für irgendetwas irgendwo zu betteln oder zu flehen. Und der zweite Satz, das Gesetz von Vyavasthit ist so, dass für denjenigen, der die Entscheidung gemacht hat, nicht zu flehen oder zu betteln, wird sich nie ein Umstand ergeben, der das erfordert. Now, so as we proceed, now I'm just going to say it in English again. The present era of the time cycle, the current time cycle, is such that there is no need for anyone to have any kind of a beggarly attitude or to beg for anything. More than anything, it's not a beg for anything, but to have an internal beggarly attitude, an internal beggarly state.
the law of Vyavasthit is such that for the one who has made a decision not to beg for anything, never will a circumstance arise for him to beg. Okay. Also Shuddha hat jetzt die Sätze nochmal quasi wiederholt. Also der derzeitige Zeitzyklus ist also tatsächlich so, dass niemand in irgendeiner Form eine flehende oder bettelnde Haltung haben muss, einen innerlichen bettelnden Zustand sozusagen. Und das Gesetz von Vyavasthit besagt, dass derjenige, der also diesen absoluten Entschluss getroffen hat, dass er das nicht tun möchte, dem wird sich kein Umstand zeigen, in dem er das ja muss, in dem er betteln oder flehen muss. This level of understanding of what the Gnani Purush is trying to convey has not yet come out in the open has not yet risen. But there is a lot of depth in this word begging, or the hunger for anything in life. Also, und dieses Level von Verstehen, das jetzt hier Dharashri versucht zu vermitteln, das ist bis jetzt noch nicht aufgetreten. Das gibt es bisher noch nicht. Und es gibt also heutzutage eine ganze Menge von Betteln und Flehen im Leben. Also die Menschen haben sehr viel Hunger nach etwas. Ja, underlying the state of beggary or beggarliness or the helplessness as a human being, helplessness, underlying the state of all of this is the hunger and a sense of dissatisfaction, which is no longer an issue for the Mahatmas of Gnani Purush Dada Shri. See? Also dieser darunterliegende Zustand dieses Bettelns, dieses Flehens, oder man kann mit anderen Worten dieser Hilflosigkeit, dieser darunterliegende Zustand ist eine Art, ein Hunger, eine Unzufriedenheit oder ein Unbefriedigtsein. Aber dieser Zustand ist nicht mehr, ist ja kein Thema mehr für die Mahatmas von Dharashri. This Apta Sutra is not about the physical begging or the rare times when a human being goes and extends his hand to somebody and says, you know, I need a little help, would you please help me with money or whatever. You see, that is not what is going on in this Apta Sutra, you see. Und in diesem Apta Sutra geht es also nicht um dieses physische Betteln, also das, wo also jemand rausgeht und seine Hände ausstreckt und ja, um etwas, wahrscheinlich eher so um Geld bettelt und so mit dieser Haltung, bitte hilf mir, wo es also eher darum geht, eben ein bisschen Geld zu erbetteln. Das ist nicht gemeint, diese physische Art des Bettelns. Every word of Gnani Purush Dada Shri is golden in an Apta Sutra, because Apta Sutra is really the essential filtered extract of his collective knowledge, you see, his Gnan that we just talked about, his perfect Gnan. And the filtered extract of that, if it comes out in a sentence or in specific words, that is what an Apta Sutra is all about. Ein Apta Sutra erklärt jetzt immer schon ganz kurz, also jedes Wort von Dharashri ist golden in den Apta Sutras. Jedes Wort ist gold, weil diese Apta Sutras sind quasi der gefilterte, essentielle Extrakt des Wissens, des perfekten Gnan.
His proclamations of these are so amazingly exact that they cannot, not a single word can be removed or altered, especially in Gujarati. Und diese ja, Proklamation, also diese Aussagen, die sind so unglaublich exakt, dass nicht ein einziges Wort darin weggelassen oder verändert werden kann, speziell nicht in Gujarati. And you see, I was wondering how this was linked to this thing, and it has something to do with the law of Vyavasthita. And earlier today we read about the law somewhere. You know, it is a law. Didn't we read about the word law? Yes. Yes. You see, it's a law. It's like regular. It's so regular. Do you understand? It's a law. And the connection here is to that law. And it gives us a lot of detail. It's not just even the present time. It is the current era of the time cycle. 2014, this Kali Yuga, is such that there is no need to have a beggarly inner disposition at any location. Dada is saying, at any location. He is not saying go to somebody or become a beggar in front of somebody. He is not talking about that. He is not talking about anything external. He is talking about the internal state. So, und um jetzt irgendwie, Schröder hat irgendwie überlegt, wo dieser Link ist, wo ist die Verbindung jetzt zu all dem, und er sagt, es hat zu tun mit dem Gesetz. Wir hatten ja vorhin gesprochen vom Gesetz von Vyavasthita, es hat also zu tun mit dem Gesetz von Vyavasthita, und das ist wie ein Gesetz. Es ist genauso regular, also genauso, es hat seine Ordnung, es ist genauso ein Gesetz, und da ist die Verbindung, ist also das, dieser, wir in unserem aktuellen Zeitzyklus, also dieses 2014, wir sind ja im Kali-Yuga, und er sagt also, dass es gibt also keine Notwendigkeit, irgendeine Art von bettelnder oder flehender innerer Haltung zu haben an irgendeinem Ort. Und es geht dabei nicht um das äußere Betteln oder Flehen, sondern es geht um diesen inneren Zustand. Yes, he has, you know, for the one who has made a firm decision that he is not going to beg, never will a time arise, never will a time arise for him to beg. It's not a circumstance, it's a time. No time, there will be no time coming for him ever to beg. Und Schröder sagt jetzt, wir sollten in diesem zweiten Satz, der jetzt davon in den Chat geschrieben wurde, wir sollen die Worte austauschen, und zwar statt und korrigieren, statt zögern, also statt Umstand, sollte Zeit dort stehen. Das heißt, der Satz müsste also heißen, für das Gesetz von Vyavasthita ist so, dass für denjenigen, der die Entscheidung getroffen hat, nicht zu betteln oder zu flehen, für den wird niemals eine Zeit geben, in der er betteln muss. You see, in the simple physical example of what we read about the man being invited in the car and then thrown out of a car, and invited in a car and thrown out of a car, there is a connection with the overall message for us all, human beings of this era of the time cycle, even if they are not enlightened, even if they have not had the Gnanavidhi,
erzählen. Und in diesem einfachen, eigentlich ja recht einfachen physischen Beispiel von vorhin mit dem Mann im Auto, der also gebeten wurde einzusteigen, rausgeschmissen wurde, eingestiegen ist, rausgeschmissen wurde. In diesem Beispiel gibt es also jetzt eine Verbindung für eine Nachricht an alle Menschen in unserem Zeitzyklus, nicht nur die Erleuchteten, sondern für alle. Yeah, the scientific circumstantial evidences are there even for the one who has not received none. The only difference is he is not aware of them, and we are all aware of scientific circumstantial evidences. Das nämlich Vyavastita gilt für alle und es ist für alle vorhanden, mit dem einzigen, also auch für die, die nicht erleuchtet sind, mit dem einzigen Unterschied, dass wir uns dessen gewahr sind. Yeah, so initially it may look like this, there is no connection between begging and this being thrown in and out of a car. But it really, at a very subtle level, is connected because there is an underlying expectation that is associated with the sense of hunger. So hunger, expectations, the hunger for being treated right, all of this now slowly seem to melt away as we understand scientific circumstantial evidences. Und dieses Flehen und Betteln, dass also auch hier und auf der anderen Seite dieses ins Auto einzusteigen und wieder rausgeworfen zu werden, zwischen diesen zwei Dingen scheint jetzt offensichtlich erstmal gar keine Verbindung zu bestehen, aber wenn man subtiler die Sache betrachtet, dann ist da sehr wohl eine Verbindung. Und zwar liegt ja unter all dem, liegt ja auch so eine Art Flehen und Betteln, nämlich, das ist ja verbunden mit einer gewissen Erwartung, einer Erwartungshaltung. Und diese wiederum ist assoziiert mit einem Gefühl von Hunger, also mit einem Hunger, zum Beispiel einem Hunger danach, zum Beispiel eben in diesem Fall richtig behandelt zu werden oder so nicht behandelt zu werden. Und all das schmilzt jetzt weg mit dem Wissen um Vyavastita. Yeah, and as one rises in the magnificent bliss of the self that you and I are, all of these things seem to melt away and have zero value. Zero value. Und indem ja alle ja jetzt aufsteigen in diese Glückseligkeit des Selbst, in dieser Glückseligkeit schmelzen all diese Dinge komplett weg und sie haben null Wert. And so it is that we are coming to the end of our satsang for today, but we need to kind of quickly discuss the topic for Samayika, and really essentially it is right there in front of us. How easily do we get provoked in life and totally miss our beautiful knowledge of Vyavastita? Und jetzt kommen wir zum Ende unseres Satsangs, und wenn wir jetzt also uns dem Samaik nähern, dann ist das ziemlich klar unser Thema heute. Und zwar werden wir gucken, wie leicht wir uns manchmal provozieren lassen und dann unser Wissen von Vyavastita verpassen. And how do we misname? So the two things. One, becoming upset in small matters in life. And the second one is how we misname. Instead of saying Vyavastita, we say the name of the other person, you see. So who did it? He did it. Und wir gucken uns also zwei Sachen an. Zum einen, wie wir selber also schnell uns aufregen in kleinen Dingen des Lebens. Und zum anderen, wie wir dann den sogenannten Schuldigen falsch benennen, nämlich wer hat's gemacht, wer war das, und also einen Namen dafür suchen. That is called, that the world knows about this blame game. The entire world knows about the game of blame. And just blame it on somebody else and be done with it. See? Und Schuller nennt das Blame Game, also das Schuldspiel, oder sagen wir Schuldgebenspiel. Es geht also darum, jemanden zu finden, der Schuld hat. And the word blame vanishes or begins to vanish in the dictionary of Mahatmas. Really, the only blame
the only one to be blamed is the one without this light of Vyavasthita, you see. I mean, where there is no light, who can you blame when there is no light? Und das, dieses Wort Schuld verschwindet jetzt immer mehr aus dem Wortschatz von uns Mahatmas. Und es bleibt das Vyavasthita, und wen soll man dann als schuldig bezeichnen? So at the end of this satsanga, our dear Grit and I should are very, very grateful, deeply grateful for your presence. Your energies make us understand all of this more, and so we are very thankful for your presence, and so please accept our highest namaskars to the Paramatma that lies within all of you. And so we now go to the Samayik Vidhi, huh? Should I, great? Yes? Yeah, so we go to the Vidhi of Samayik, huh? Yes, okay. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand, my dear. And let me just go to where I need to go so you all can. Okay, so hey, Sri Simandar, oh dear Lord Sri Simandar Swami Prabhu. And oh Dada Bhagwan, the absolute Lord within me. Oh Dada Bhagwan, the absolute Lord in me. With the exact applied awareness of the pure soul that I am, Shuddha Upyog. Den exakt angewandten Gewahrsein der reinen Seele, die ich bin, den angewandten Gewahrsein Shuddha Upyog. Grant me to see in Samayik all instances in life where I become unnatural and upset with others. Gewähre mir in diesem Samayik alle Umstände zu sehen, in denen ich unnatürlich und aufgeregt und verärgert wurde mit anderen. And thereby missing the knowledge of Vyavasthit. Dadurch, dass das Wissen von Vyavasthit verpasst habe. My Lord, grant me the supreme energy to see Vyavasthit exactly as it is in the life of File One. Gewähre mir die höchste Energie, Vyavasthit exakt so zu sehen, wie es ist im Leben von File 1. And in this seeing, let me be simply the aware of that which is happening without any blame towards anyone. Und in diesem Sehen lass mich einfach sein, ohne Schuld zu geben irgendjemandem. In this, my Lord, grant me the extra energies to be particularly careful with the recurring evidences in close files. Und dann gewähre mir die extra Energien, ganz besonders sorgfältig zu sein mit den engsten Files achten. Grant me the energy to see the doer in its natural state and to see the self in others. Gewähre mir die Energie, den Handelnden in seinem natürlichen Zustand zu sehen, und gewähre mir die Energie, das Selbst in den anderen zu sehen. I surrender this mind, speech and body. Gebe mein Verstand, die Sprache und den Körper hin. All illusions associated with this name. Alle Illusionen, die mit diesem Namen verbunden sind. Bhav Karma, Charge Karma. Aufgeladenes Karma. Dravya Karma, Subtle Discharge Karma. Subtiles, sich entladendes Karma. No Karma, Gross Discharge Karma. Grosses, sich entladendes Karma. O Dada Bhagwan, the Absolute Self within me. O Dada Bhagwan, das Absolute Selbst in mir. I surrender them unto your divine feet, my Lord. Gebe sie zu deinen göttlichen Füßen hin. Ich bin reine Seele, please keep on saying it. Ich bin reine Seele.
Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Thank you, my dear. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda.